Jo, ahoi. Ja, heute mal aus meiner mittlerweile heimischen Garage. Die alte Halle mussten wir auslösen, die ihr vielleicht noch kennt aus dem Bau von der Redneck Redemption, die ich mir wieder aufgebaut habe, also meine alte Cover, steht gerade draußen. Jo, gestern nach der, auf dem Weg zur Arbeit ist mir leider die Bremse festgegangen, hat die Bremsscheibe schön geglüht, keine Ahnung, woher das herkommt und warum sie das gemacht hat. Ja, bleibt mir jetzt nichts anderes über, als den ganzen Mist mal auseinanderzubauen, das ist natürlich sehr schön. Weil die Bremsscheibe ist erst Anfang des Jahres montiert worden. Ja, schauen wir mal, was da gleich so geht. Ich habe gerade Glück gehabt, also ich hätte mir sonst eine neue kaufen müssen. Aber ich habe eine bekommen bei Boneyard Monkeys, da war ich gerade Superladen in Gladbeck. Alex kenne ich recht gut, den Chef da, also Top-Bude, auf jeden Fall mal hinfahren, wenn ihr was braucht. Oder Hilfe braucht beim Schrauben oder irgendwas umbauen lassen wollt. Die machen mittlerweile eigentlich fast alles, die Jungs und Mädels da. Ja. Da war ich jedenfalls gerade und siehe da, die haben noch eine Bremsscheibe für mich gefunden. Nämlich das Ding hier. Ne? Super Entschuss. Ja, ich bin ja normalerweise kein Freund davon, bei sowas wie Bremse oder Öl oder sonst irgendwelche wichtigen Sachen zu sparen. Ja, jetzt weiß man natürlich nicht, woran das liegt mit der Bremsscheibe. Deswegen habe ich überlegt, dass ich erstmal eine gebrauchte montieren will oder eine günstige montieren will, um zu gucken. Nicht, dass der Fehler nochmal auftritt und ich dann der Gearschte bin und eine sauteure Bremsscheibe verballert habe. Ich gucke gerade mal, ob ich eine Taschenlampe finde. Sind schon wieder alle ausgeflogen hier. Keine Ahnung, vielleicht sieht man es auch so. Genau. Man sieht halt schon, die ist gut heiß geworden, die Scheiße. Und ja, die ist da schön in den Bremssattel anliegend, weil die so heiß geworden ist, dass sie sich halt gewölbt hat. Und ich musste sie gerade auch auf die Hebebühne drauf fahren, weil schieben lassen tut sie sich jetzt auch nicht mehr. Die Rückfahrt war schon extrem scheiße. Musste warten, bis das abgekühlt hat. Dadurch hat sie sich natürlich noch ein bisschen mehr verzogen und habe dann schlussendlich die Achse leicht lockern müssen, damit ich sie überhaupt irgendwie schieben konnte. Ja, war sehr spannend die Heimfahrt. Darfst du gar keinen erzählen, dass ich so gefahren bin, aber ja, manchmal hat man halt keine andere Wahl. So ist das halt. Jetzt baue ich den Scheiß gleich mal auseinander und guck mal, was so geht. Solange mal ein kleiner Blick in meine neue Garage quasi. Ist jetzt so einigermaßen fertig. Und da mache ich momentan einfach meinen Chopper-Scheiß und habe Spaß dabei. Und ja, gleich mal ein paar Impressionen, was hier so geht. Jo, Bremsscheibe ist raus. Hier einmal die neue Scheibe. Glatt, ne? Und hier die alte, beziehungsweise nicht ganz so alte Scheibe. Ja, man sieht. Eher wie so ein Teller, ne? Suppenteller, schön gewölbt durch die Hitze. Alter Vater, naja gut. Jo, einzig was ich jetzt machen muss ist, weiß nicht ob man sieht, hier ist ein Konus, ne? Und hier ist eine Flachsenkung. Habe ich irgendwann mal anders gemacht, weil wie gesagt früher waren die Schrauben bei Harley gesenkt, ne? Weil das hier so bündig quasi. Und ja, das hatte ich selber schon das Vergnügen mit. Man sieht auch, die Schraube ist auch schon ein bisschen angelullert. Gerade mit Imbus, die Scheiße setzt sich im Konus total fest, kriegst du kaum lose, musst du eher von hinten versuchen, die Mutter zu lösen. Und ja, deswegen ist man irgendwann umgestiegen auf so eine Flachsenkung hier,
weil man die Schrauben später besser gelöst bekommt. Da war die Jana so lieb und hat mir auch noch passende Schrauben rausgesucht, diesmal mit Torx, da kriegst du ein bisschen mehr Kasala mit. Genau, einzige ist, also Lochkreis, alles passt, nur die Bohrung ist etwas zu klein, das heißt, da muss ich meine Hand anlegen und ein bisschen aufbohren. Wer sich fragt, warum hier rund ist und da so eine Nase drin ist, das ist eigentlich für, wenn man die vorne montiert, weil die einige Hardys ja vorne, gerade die alten noch, die Tachoschnecke haben und da geht die Nase rein von der Tachoschnecke, um die Geschwindigkeit zu abzunehmen. Ja, sieht man auch hier vorne, ne? So sieht das dann aus. Ne, hier ist die Tachoschnecke und irgendwo ist dann so eine Nase, ja, sieht man jetzt nicht so, irgendwo geht eine Nase drauf auf die Scheibe und damit wird das Ganze dann mitgedreht. Ja, so ist das. Ich bohre den mal. Jo, ich habe die Polkern mal auseinandergebaut, wie gesagt, Bremsscheibe schön fest, alles schick, alles shiny. So, Bremsscheibe auseinandergebaut, gerade mal Probe durchgepumpt, ein bisschen sauber gemacht, also der funktioniert, der hat einen ordentlichen Druck, ist auch leichtgängig, also da brauche ich nicht viel dran rumkrökeln, das scheint alles vernünftig zu laufen. Ich mache gleich trotzdem mal ein bisschen sauber, fette natürlich hier die Stehbolzen auch nochmal neu ein und so, genau, da dann alles schön fluppig ist und ja. Ich habe eine Vermutung, ich hatte einen Tag bevor, fällt mir schon wieder die Hälfte der Scheiße runter, wie immer, ne? Hälfte der Teile Zeit suchst du Scheiße, die auf dem Boden liegt oder nicht auftaucht, Werkzeug zum Beispiel. Ja, genau, ich habe einen Tag bevor die blockiert ist, die Bremse, plötzlich keinen Druckpunkt mehr gehabt, habe dann zu Hause den Druckpunkt wieder hergestellt, indem ich das System einmal durchgepumpt habe, war auch alles super danach und am nächsten Tag auf dem Weg zur, Arbeit hat sie dann blockiert. Ich habe jetzt folgende Vermutung. Ja, das ist der alte Bremsbelag, der ist natürlich jetzt ordentlich nochmal, hat natürlich ordentlich nochmal gelitten durch das Festsetzen. Ich vermute jetzt mal, dass beim alten Bremsbelag ein Stück abgebrochen ist, dadurch dann halt der Kolben plötzlich mehr Spiel zu überbrücken hatte, dadurch der Druckpunkt weg war, oder fast weg war, so ein bisschen war noch da, aber nicht viel. Und als ich alles nachgestellt habe, vermute ich mal, dass ich diese Schimmplättchen, die links und rechts an dem Bremssattel, zwischen dem Bremssattel und dem Bremsbelag sind, vielleicht verzogen haben und dafür gesorgt hat, dass der Bremsbelag nicht mehr in seine Ausgangsposition zurückgegangen ist am nächsten Tag. Genau, das ist nämlich hier totales Spirenzkes hier, bei der Montage ist immer so ein 3D-Puzzle, weil unten sitzt ein Schimmplättchen an dem Zapfen dran hier. Das ist der Kollege hier, ich hoffe man sieht es hier. Da. Ja, man hat eine Hand zu wenig. Hier, das Ding unten, schön dreckig jetzt, mal gleich mal sauber. Da, das ist das erste Schimmplättchen, das läuft hier drauf.
Und dann hast du links und rechts auch noch diese Schirmplättchen an der Seite. Und das ist halt sehr schön, wenn man, das ist ja alles in sich beweglich, ne? Und wenn man das montiert, ist es immer sehr spannend. Das ist wie ein 3D-Puzzle und passt auf Millimeter. Ja, man ist froh, wenn es dann alles zusammen ist und zusammensteckt einigermaßen. Und dann muss man auch noch das Ganze dann hier reinstecken, die Achse durchföseln und natürlich auch den Reifen. Und eigentlich fällt es immer wieder auseinander dann nochmal. Also das macht richtig Spaß ohne Hebebühne. Hab ich das einmal gemacht, nie wieder. Ich habe so abgekotzt. Ich glaube, deswegen haben sie den Bremssattel, ich glaube, auch nur 2 Jahre, also 84 und 85 in der Form verbaut. Der war zwar, glaube ich, später auch noch drin, aber in einer etwas anderen Form. Ich glaube, da hatte zumindest diese Schimmplättchen nicht mehr. Bin mir mal nicht ganz sicher. Vielleicht laber ich einfach auch scheiße, ne? Denken Sie, diese rasante Geschichte ist frei erfunden oder wird Ihr Urteilsvermögen von der Wahrheit geblendet? Ja, wie gesagt, ich mache jetzt mal weiter. Bisher habe ich keinen Fehler im System gefunden. Hab hier auch noch mal vorne geguckt, genug Bremsflüssigkeit ist auch dran. Also die ist auch noch nicht so alt tatsächlich. Die habe ich, glaube ich, Ende letzten Jahres mal erneuert. Genau. An der Pumpe hier unten ist auch alles klar, ist auch alles dicht. Ja, hier ist ein bisschen feucht, das ist aber nur Öl, was hier über die Kurbelwelle. Dahinter ist ja die Kontaktzündung. Mal trocken rausdrückt, dann ist also auch nichts Schlimmes. Aber ist keine Bremsflüssigkeit, habe ich nachgeguckt. Bremslichtschalter hinten, System ist auch dicht. Ne? Sieht alles gut aus, also da sieht man nichts. Ja, keine Ahnung. Also ist ja auch schön, dass man keine Undichtigkeit findet. Ich mache jetzt trotzdem nochmal alles weiter sauber und guck mal. Und dann mache ich das 3D-Puzzle zusammen und schau mal, ob der Scheiß wieder bremst. Vor allem bin ich gespannt, ob es dann auf der Autobahn wieder bremst vernünftig und nicht dann wieder hängen bleibt. Naja, selbst wenn, Jana sei Dank, habe ich jetzt eine 20€ Bremsscheibe zum Probieren und nicht eine 150€ Bremsscheibe. Und wenn dann alles gut läuft, werde ich die Bremsscheibe dann eh nochmal gegen eine andere ersetzen, denke ich mal. Aber mal schauen. Overcome evil. Slaughter the devil.
Jo, alles sieht soweit ganz gut aus. Ich finde immer noch den Weg relativ lang beim Treten. Habe jetzt hier nochmal alles auseinandergebaut und gangbar gemacht, mal sauber gemacht, war immer überfällig. Ja, genau. Ich werde jetzt nochmal den Bremsenlüfter dran machen und einmal durchziehen. Ich habe gerade mal geguckt, ob da ein Bläschen rauskommt. Schauen wir mal. Ich ziehe jetzt einfach mal ein bisschen durch und gucke mal, ob wir den knackigeren Bremspunkt hinkriegen. Jaha. Sogenannten Strom herstellen. Strom für Lampen. Teufelswerk, sage ich nur. Jo, gerade war mal zwischenzeitlich der Akku leer. Ist auch egal, habt ihr nicht viel verpasst. Habe jetzt alles zu Ende eingestellt. Wunderherrlich. Spiel passt auch in der Bremse. Ein paar Kleinigkeiten habe ich noch gemacht und jetzt ist alles gut. Jetzt kann ich gleich mal eine Proberunde drehen und gucken, was der Haufen sagt. Und die Zauberfrau ist in der Zwischenzeit auch eingetrudelt. Alles läuft. So, alles wieder zusammen. Zeit für eine kleine Probefahrt. Aber schieben lässt es sich schon mal 1A. Juhu! Tut das Not, dass das Moped so laut ist? Weil Bremsfahrt aber noch nicht so richtig toll. Müssen wir mal gucken hier. So. Kurz. Ich habe gerade schon mal geguckt, mit dem Gestänge lässt sich jetzt der Rest einstellen, das ist kein Problem. Nämlich alles hier so ein bisschen Eigenbau, das ist irgend so eine Zubehör-Fußrastvorverlegung. Die hätte ich mal für günstig Geld bei eBay geschossen. Nur da war das Gestänge, hat nicht gepasst, deswegen hatte mir ein Kumpel damals eine passende Stange gedreht. Die war ein bisschen zu kurz. Jetzt mache ich da mal eben Scheibe zwischen. Das müsste genau der Millimeter sein, der mir jetzt gerade gefehlt hat. Ja, auf der Hebebühne ist das ein bisschen leichter. Ob es die Schiene ist. Schon mal nicht schlecht. Gucken wir mal.
Bremsi, 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 Bremsi.